Wie komme ich dann am besten zu diesem Koloss? Habe ich hier eigentlich schon... Habe ich diese... Dieses Feuerchen eigentlich schon aktiviert hier? Nee, habe ich nicht, oder? Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich das getan habe. Nee, habe ich nicht. Hier waren wir noch nicht. Denn von hier kommen wir auch zu dem hier. Okay. So, wo sind wir denn jetzt hier? Das ist aber nicht mehr das Labyrinth, oder? Mausoleumsgelände. Wir haben null Runen. Wo sind unsere Runen? Unsere Runen liegen da hinten irgendwo. Wo sind die? Hier oben. Ja, ich erinnere mich. Ich bin hier ein bisschen runtergefallen, ja. Immerhin, das sind 18.000 Runen, Freunde. Ja, das darf man nicht unterschätzen. Die hätte ich auch noch fast vergessen. Verrückter. So. okay. Dann schnappen wir uns den großen mal. Mal sehen, ob wir das einfach so hinbekommen. Oder ob wir hier wieder klettern müssen. Aber ich sehe schon... Hier können wir die Dinger ein bisschen auseinanderklopfen. Sag mal. Besser. Sehr viel besser. Hier ist sonst nichts mehr. Nein. Gehen wir noch zum nächsten Fuß. Lauf mir nicht weg. Lauf mir bloß nicht weg, Kollege. So und so. Und gleich liegt er auf seinem Gesäß. Oh mein Gott. Okay. Er setzt sich also hin. Den nächsten Koloss haben wir also zum Fall gebracht. So, das heißt, wir haben jetzt hier Mausoleumsgelände. Wo wollte ich hin? Zu dem Baum wollte ich gerne. Und hier oben wollte ich auch noch hin. Weißt du was? Zum Baum gehen wir noch. Aber hier müssen wir auch noch hin. Ja, und hier. Ich will überall hin. Ich will einfach überall hin. Hinter mir ist das also. Wie soll ich denn da hinkommen? Okay, jetzt vielleicht noch nicht. Ich öffne erstmal die Pforten. Vielleicht gibt es ja hier irgendwas anderes drin. Ja. Vielleicht haben wir hier irgendwas anderes drin. Offensichtlich aber nicht. Offensichtlich ist es genau dasselbe wie bei dem anderen auch. Alles klar. Tschüss. Duplizieren ist nicht so meins. Okay, auf dieser Insel hier kann man also niemanden rufen. Also das Pferd nicht rufen. Ich verstehe. Man muss erstmal runter. So. Okay. In welche Richtung gehen wir denn? Ich schaue mich mal hier ein bisschen um. Hier waren wir schon mal, aber ich glaube, wir waren eher im unteren Bereich hier. Aber da kommt man auch hin. Kristalltunnel von Raya Lucaria. Wobei, nee, wir sind von unten da dran gegangen, ne? Liebe Wolfies, ihr wollt doch keinen Ärger mit mir. Wow. Na, du traust dich aber was. Okay. Dann haben wir die auch. Oberhalb dieses Tunnels waren wir noch nicht. Alter, dieser Ausblick, ne? Ist das schön oder was? Ich stell mich mal gerade hier hin. Wunderschön, oder? Ich mag das. Und hier waren wir überall schon. Und hier unter uns müsste, ja, genau, so ein Kollege stehen, den wir schon mal erklommen haben. Erklommen. Erklommen? Erklommen. Erklommen ist richtig, ne? Ja. Und,
bevor wir uns aufmachen Richtung Osten, schaue ich hier noch gerade ein bisschen rum, aber ich glaube, hier gibt es sonst nichts mehr. Ich glaube nicht. Das bedeutet, das ist der Tunnel. Wir starten von hier nochmal. Und dann versuche ich da Richtung Baum zu kommen. Der Baum ist die Nummer 3, ja? Okay. Ja gut, ich brauche gar keine Nummer. Ich sehe den Baum von hier schon. Ich glaube, ja, das war ziemlich dämlich. Aber wie komme ich da am besten hin? Wahrscheinlich oben rum, oder? Wahrscheinlich eher oben rum. Das macht mehr Sinn. Sag mal, ist das da hinten... Ist das ein Tunnel da hinten? Oder ist das eine optische Täuschung? Eine Fata Morgana. Es ist eine Fata Morgana. Hier ist nichts. Hier ist absolut gar nichts. Okay. Hätte ja sein können. So. Von hier kommen wir dann zu dem Baum, hoffe ich. Da ist er. Ich guck mal, ob wir da hinkommen. Den schnappen wir uns. Bekommen aber nichts raus. Der niedere Erdenbaum. Hier sind wir also richtig. Oh, ich sehe schon. Ich sehe schon das Elend da hinten. Da haben wir wieder so einen Koloss. Was machen die da? Beten die den an? Einer nach dem anderen, bitte. So, einmal hinlegen. So, die stampfen auf den Boden. Ich habe keine Ahnung, was das soll, aber... Und tschüss, mein Freund. Legen Sie sich hin. So, und das ist der letzte. Und auch hier versuchen wir erst einmal klarzukommen ohne unsere Freundin, Antenne. Besser. Shit. Oh nein, es geht wieder los. Zur Hälfte haben wir ihn schon. Ich bin einfach über ihn gesprungen. Okay, das war eher ein einfacher Gegner. Der war nicht so schwer. Was hinterlässt du uns, mein Freund? Eine gesprungene Magie-Schleierträne. Und eine Blitzschleierträne. Und eine Heiligschleierträne, natürlich. Was auch sonst. Ich darf nicht vergessen, wie die Dinger heißen. Schleiertränen. Tränen. Schleier. Merk es dir, bitte. Ja, okay. So, da ist nicht der Baum, sondern der Baum ist hier. Auch nicht. Das ist der Baum. Mal gucken, was wir hier so finden. Ob wir überhaupt irgendwas finden. Aha, aha. So. Das Ding lasse ich verschwinden. Ja, sonst gibt es, glaube ich, hier nichts. Und dann könnten wir da hinten mal zu dem Turm. Oder? Wobei, da ist eine kleine Festung. Vielleicht gehe ich da lieber erstmal hin. Es gibt so viel zu entdecken. Es gibt einfach so viel zu entdecken. Das ist schlimm. Das ist schlimm, Freunde. Man kann sich einfach nicht entscheiden, wo man zuerst hin möchte.
Und dann vergisst man das andere. Und dann denkt man sich hinterher, shit, wäre ich doch da hingegangen. Dann hätte ich wahrscheinlich das andere vergessen. Schlimm. Deswegen schreibe ich mir auch ab und zu hier Sachen auf, weil ich weiß, dass ich es vergessen werde. Ich weiß es halt. Und das ist, ja, das ist nicht so schön. Sag mal, wie komme ich eigentlich hier hoch? Gleich von hier? Geht das? Probieren wir es mal von hier. Ob ich da hochkomme. Aber von hier sieht das auch nicht so aus, als ob man da hochkommt. Wie soll ich denn da hinkommen? Muss doch bestimmt einen Weg hier. Hier vielleicht. Okay. Vielleicht sind wir hier richtig. Ich höre doch irgendwas. Klimpern. Ja, ja, ja. Okay, hier kommen wir aber auch nicht hoch. Da kommen wir auch nicht hoch, Freunde. Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich denn hier hin? Wie komme ich hier hoch? Hier, ist das hier ein Weg? Einfach Richtung Norden von hier. Einfach Richtung Norden. Mal gucken, ich probiere es mal. So, Norden ist genau hier. Geht das? Ich glaube, hier geht gar kein Weg entlang. Oder übersehe ich hier gerade irgendwas? Hier ist kein Weg. Was bist du? Ah, Karte. Unerwartet das Lügner. Was? Vielleicht gibt es hier einen Geheimgang? Oder... Naja, wohl eher nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Aber es muss doch einen Weg geben. Freunde, das kann doch nicht sein. Hier, da muss ich hoch. Wie komme ich da hoch? Okay, niederer Erdenbaum. Ja, wunderschön. Aber vielleicht von hier... Ich sehe jetzt hier auch keinen Aufstieg, aber da wird die Wand etwas niedriger. Vielleicht komme ich hier dran vorbei. Ja, absolut nicht. Scheiße. Hier kommen wir nur wieder zurück auf diesen Weg hier, auf diesen Pfad. Wie komme ich denn hier hoch? Vielleicht von der Seite? Vielleicht von der Seite. Ja, das kann sein. Dass man von der Seite irgendwie reinkommt. Aber das wäre natürlich blöd. Scheiße. Wie komme ich denn am besten dahin? Wie komme ich am besten hier hin? Von hier? Wir probieren es mal aus. Wir probieren es aus. Mehr als scheitern können wir eh nicht. Wir müssen Richtung 4. Nummer 4 ist unser Ziel. Nummer 4 ist sehr weit oben, sehe ich gerade. Oh, shit. Aber da geht es auf jeden Fall hoch. Oh, lasst mich doch. Freunde, ich bitte euch. Hier geht es auf jeden Fall schon mal hoch. Komme ich von hier da hoch? Nee, oder?
Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier schon mal waren, aber da ist ein Gegenstand. Ich glaube nicht, dass wir hier schon mal waren. Ein schlummerndes Ei. Süß. ob das jetzt der richtige Weg ist? Mal gucken. Wir probieren es mal aus. Wir testen es aus. Auf jeden Fall waren wir hier auf diesem Plateau noch nicht. Sag mal. Wie kann der denn? Alter, was bist du denn für einer? Ich werde dich sowas von zerstören. Ja, genau so. Bitte sehr. Hinlegen. Mein armes Pferd. Das gibt's doch nicht. So, wo geht's denn hier hin? Aber hier geht's ja nicht hoch. Niemals. Oder ist hier eine Höhle? Nö. Keine Höhle. Und hier geht's auch einfach nur zurück. Wir müssten eigentlich in diese Richtung hier. Vielleicht ist das von hier möglich. Ich probiere es, aber dieser Berg ist so steil eigentlich. Ich befürchte ja sehr, dass wir hier nicht weiterkommen. Okay, nice. Nice, der Sprung. Hier gibt's auch nichts. Hier geht's ein bisschen steiler nach oben. Hm, ja, vielleicht. Ich habe ein bisschen Hoffnung. Probieren wir es. Vielleicht ist das tatsächlich der richtige Weg. Vielleicht aber auch nicht. Oh mein Gott, was bist du denn? Was passiert hier? Alter! Aber das sieht richtig aus hier, oder? Hier geht es auf jeden Fall hoch. Hier geht es auf jeden Fall weiter. Bitte sag mir, das ist der richtige Weg. Oh, komm schon. Mhm. Hier gibt es Ratten. Ratten ohne Ende. Sind das alles diese Wahnsinnsratten? Ja, sind sie. Stirb, du fette Ratte! Wir sind, glaube ich, richtig tatsächlich, ja. Was ist denn? Was zum Henker passiert hier? Alter, meine Augen. Das sah ja krass aus. Wieso? Ist das wegen dir? Leiden wir jetzt die ganze Zeit an diesem Wahnsinn? Das wird mir aber nicht gefallen. Das gefällt mir ganz und gar nicht. So, gelbe Glut haben wir bekommen. Scheiße. Okay, ich glaube, wir sind gleich tot, ne? Dieser verdammte Wahnsinn. Sturmlauf voraus benötigt. Ja, das hört nicht auf. Also wenn man einmal im Wahnsinn verfällt, hat man die ganze Zeit Wahnsinn? Das ist ja Wahnsinn. Also am liebsten würde ich diese... Nein, der Ort an sich macht einen wahnsinnig, glaube ich. Weil ich wurde nicht erwischt.
Und trotzdem habe ich diesen Wahnsinn. Das ist doch nicht normal. Bohrbolzen, danke. Was ist das denn? Was geht denn hier ab, Mann? Okay. Turm der rasenden Flamme. Alter! Was? Wie krass ist das denn? Dieser Turm also. Alter, einfach Mordor. Das Auge von Mordor. Ich hoffe, dass wir das irgendwie kurieren können. Oder besser gesagt, wo geht's denn hier lang? Da. Hier ist mein Stuff. Ich hoffe, dass wir da oben irgendwas machen können, damit das aufhört. Weil ich wüsste jetzt sonst nicht, was wir machen sollen. Da müssen wir jetzt schnell weg. Das ist ja der Tod. Kiste. Shabriris Geheul. Okay. Das hört nicht auf, oder? Ich glaube wirklich, das hört nicht auf. Es hat aufgehört. Es scheint die Sonne. Weil wir die Typen hier umgehauen haben. Oh mein Gott. Das war ja voll ätzend, Mann. Zeit für diese Rache. Kurz gesagt, Achtung, Zorn. Alter. Wow, das hat ja voll genervt. Aber es ist vorbei, es hat ein Ende gefunden und wir können uns jetzt hier in Ruhe umsehen. Die gelbe Glut. Meine Fresse. Okay, der Turm ist in Reichweite, aber hier müssen wir natürlich auch hin. Diese Festung uns anschauen. Da ist sie schon. Wir gehen erstmal zu der Festung. Schauen uns das mal an, ob wir da überhaupt reinkommen. Keine Ahnung. Wow, Alter, die gelbe Glut, ey. Das hat uns ganz schön zerbombt. Sagen wir es mal so. So, was ist jetzt hier los? Sag mir nicht, hier gibt es auch sowas. Dorf der rasenden Flamme. Bist du Freund? Nein, bist du nicht. Dann kriegst du mein Messer in den Rücken. Okay, keiner hier wird ein Freund sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Okay, schwere Gegner sind das ja nicht. Aber nervige. Wahrscheinlich, oder? Handbuch des Rasenden. Das war aber knapp jetzt. Kann ich da rein? Das sieht aus, als ob man das zerstören könnte. Kann man nicht. Schade. Was ist das? Was ist das? Das Klimpern. Ich höre es doch. Ist das hier auf der Seite der Mauer? Oder auf der anderen? Ich glaube, es ist auf der anderen. Oder auf der Mauer. Ich weiß nicht. Auf der Mauer, auf der Lauer. So, seid ihr auch besessen? Oh ja, ihr seid auch besessen.
Okay. Nein, Mann. Nein, 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 nein. Mach keinen Scheiß. Kriegen wir das hin? Ja, komm. Yes. Mit unserem Blitzschwert ist alles möglich. So, ein paar Bolzen haben wir bekommen. Ja, super. Okay, und Schmetterlinge. Nicht zu unterschätzen. Was hast du, alter Mann? Shabriris Kummer. Mhm. Das schauen wir uns mal an. Wo ist Shabriris Kummer? Mhm, mhm. Das dürfte dann wohl... Was? War doch eine Maske, oder? Warum sehe ich es nicht? Herrschermaske, ja, ja, alles gut. Schimmersteinkrone ist es auch nicht. Hä? War das nicht irgendwas für den Kopf? Großer Präzeptorenhut. Maske des Vertrauens. Ja, ja, ich erinnere mich, das haben wir alles gefunden. Aber wo ist das Ding, was wir gerade bekommen haben? Bin ich total blind? Kuckuck, Soldatenhelm? Nein, nein. Schuppenhelm? War das kein Helm? Ich war mir ziemlich sicher, dass es ein Helm war. Inventar. Es war auch hier nichts. Was war es denn? Okay, es war kein Helm. Ich entschuldige mich. Es ist ein Talisman. Und zwar Shabriris Kummer. Zieht gegnerische Aggression kontinuierlich an. Jetzt frage ich mich, warum sollte es im Normalfall anders sein? Die sind doch sowieso die ganze Zeit aggressiv auf uns. Oder? Ist das nicht immer so? Verstörendes Abbild eines Mannes, dessen Augen ausgestochen wurden und dessen Mund beinahe kokett anmutet. Zieht gegnerische Aggression kontinuierlich an. Angeblich wurden dem Mann namens Shabriri die Augen wegen seiner Verleumdungen ausgestochen. Mit der Zeit soll sich dann die rasende Flamme in den leeren Augenhöhlen eingenistet haben. Ich verstehe. Werden wir aber nicht ansetzen, denn wir bekommen so schon zu viele Aggressionen. Noch mehr Aggression tut uns nicht gut, glaube ich. Überhaupt nicht. Können wir jetzt hier in diesem Dorf noch irgendwas machen? Oder war es das schon? Sind wir wegen dem Talisman hier gewesen? Wir müssen ja auch noch irgendwie hier hinkommen, ne? Vielleicht kommen wir hier da drüber. Ich probiere es mal aus. Okay. Auf jeden Fall geht's hier hoch. Das sieht gut aus. Ich höre da oben so eine Kugel vor sich hin glitzern. So, gehen wir da direkt mal hin. Willst du mich verarschen? Ernsthaft? Okay. Wow. Unnötig. Hat ja nicht mal was gebracht. Kann man nicht hier eigentlich in die Gebäude oder in die Türme rein? Geht das? Ich gucke mal gerade. Also das sieht schon mal nicht danach aus. Wir gehen mal weiter. Da hinten ist das Ziel der Begierde. Mal gucken, was wir da finden. Wer bist du denn? Oh, Fürst Wieke, anscheinend seid ihr gar kein Fürst. Was? Wo ist er dann? Unser wahrer Fürst, unser Herr der rasenden Flamme.
Wir flehen euch an, steckt alles in Brand, dass Zwietracht seht und Ungleichheit schafft. Oh, möge das Chaos die Welt verschlingen. Am liebsten würde ich euch alle umbringen hier, ey. Ihr labert nur Kauderwelsch. Ich verstehe kein Wort, Mann. Okay, da oben müssen wir hin. Ist hier sonst irgendwas? Irgendwas Interessantes für uns? Vielleicht ja, vielleicht nicht. Warum? Warum ist unser Pferd weg? Eitender Fingerabdruck Wieke. Komm her. Komm bloß her. Autsch. Okay, der ist hart. Vielleicht doch mit Schild. What the fuck? Ich krieg ihn nicht einmal erwischt. Ich habe ihn noch nicht ein einziges Mal erwischt. So, jetzt aber. Na komm schon, yes. Eindringling besiegt. Fingerabdrucktraube. Was ist das? Und Wiekes Kriegsspeer.